Hallo ihr Lieben! Ja, heute live aus unserem Wohnzimmer. Ja, wir haben alles abgedunkelt, weil draußen brütet die Hitze. Aber trotzdem wollen wir heute nach Frankfurt in die City und wollen die Menschen denen die frohe Botschaft bringen. Ja, und dabei haben wir Getränke, es haben schon viele Geschwister zugesagt. Ja, kühle Getränke. Halt so zum Verteilen, wenn auch mal Obdachlose vorbeikommen oder auch für unser Team. Und dann wollte ich dich noch ermuntern, wenn du in der Nähe wohnst, komm einfach vorbei und helf uns mit. Ja, draußen ist es heute sehr heiß, aber in der Hölle wird es noch viel heißer sein. Also, lass uns den Menschen die rettende Botschaft bringen, damit sie nicht da irgendwann mal landen, sondern weil sie sich bekehrt haben, sage ich mal, zu unserem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, weil nur Jesus Christus rettet und auch nur Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur in Verbindung mit ihm bekommen wir ewiges Leben, ja. Unsere Seele lebt ewig, ja. Und wenn wir mal von dieser Welt gehen, da wird unsere Seele unseren Körper verlassen. Der Körper bleibt zurück, aber unsere Seele, wo wird die dann hingehen? Ja, wenn du dich in diesem Leben schon für Jesus Christus entschieden hast, dann wirst du auch zu Gott gehen. Gott wird dich dann zu sich holen. Wir werden alle nach diesem Leben vor dem lebendigen Gott stehen und müssen Rechenschaft abgeben für unser Leben. Ja, und wir haben alle gesündigt. Und ich sag euch was, wir brauchen einen guten Anwalt. Und der einzigste Anwalt, der uns in Gottes Gericht gut vertreten kann, dass wir durchkommen und die Gnade bekommen, ist Jesus Christus. Deshalb mach auch Jesus Christus zu deinem Anwalt, weil nur er kann deine Akten vernichten, weil er nämlich vor 2000 Jahren extra in diese Welt gekommen ist, damit du gerettet wirst, auch wenn du 2000 Jahre später lebst. Gott wusste, dass du heute, jetzt und hier auf dieser Welt genau da bist und lebst, wo du gerade bist. Ja, und er hat auch einen guten Plan für dein Leben. Und weißt du was? Er will auch dich retten. Deshalb, komm zu Jesus, nimm all deine Schuld, die du jemals im Leben gemacht hast, die ganzen Fehler. Gott nennt es Sünden. Wie oft haben wir gesündigt? Wie oft haben wir gelogen? Wie oft haben wir Fehler gemacht, betrogen, ja, vielleicht sogar gestohlen? Du sagst, nein, ich habe noch nie gestohlen. Ach, wie oft hast du vielleicht schon mal irgendwo einen Kugelschreiber mitgehen lassen? Oder sonst irgendwas, was nicht erlaubt war, weil es einem anderen gehört hat. Du hast gedacht, ach, ist doch okay, ist doch meins. Ja, aber täusch dich da mal nicht. Wie oft nehmen wir mal irgendwas mit, auch wenn es nur in einem Restaurant ist und da sind ein Stapel Servietten und wir nehmen die einfach mit. Ja, wir haben nicht gefragt und zum Beispiel das Hotel oder das Restaurant, dem gehört es und wir haben es einfach mitgenommen und die haben dafür bezahlt. Das ist auch schon gestohlen. Ja, wir haben sicherlich schon oft gestohlen, obwohl uns das teilweise vielleicht nicht mal bewusst war. Und deshalb sage ich euch, ja, jeder von uns hat schon tausende Male gesündigt. Ja, egal wie alt wir jetzt sind. Bist du 20, bist du 30, 40, 60, 70, wie oft haben wir schon gesündigt? Und deshalb, unsere Akten sind voll. Ja, unsere Ordner, unsere Bücher sind voll. Und deshalb brauchen wir einen Aktenvernichter. Einen guten Anwalt. Und das kann nur Jesus. Nur Jesus Christus kann unser Anwalt sein. Und ich sag dir was. Wenn du alle deine Sünden auf Jesus legst, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat, dann wird er deine Akte vernichten. Ja. Er macht die Akte leer. Und dann stehst du rein vor Gott, vor dem lebendigen Gott. Ja, weil er gibt dir weiße Kleider. Und er sagt dann, komm her, mein Kind, ich liebe dich. Danke, dass du den Rettungsplan Jesus Christus, meinen Sohn, angenommen hast. Obwohl Jesus Christus ist selbst der lebendige Gott. Er ist mit dem Vater eins. Ja, Gott wurde Mensch und er kam in diese Schöpfung, um uns zu retten. Ja, weil wir Rettung brauchen. Wegen unserer Fehler, unseren Sünden. Und heute wollen wir nach Frankfurt in die Innenstadt, in die City, an die Konstablerwache. Dort treffen wir uns um 15 Uhr am Brunnen. Und ich möchte auch dich dazu einladen, wenn du in der Nähe bist oder in der Nähe wohnst. Komm vorbei, auch wenn es heiß ist. Ja, in der Hölle, wie gesagt, ist es heißer. Wir wollen die Menschen davor bewahren, indem wir ihnen die rettende Botschaft bringen.
In der Bibel steht, wer glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat das Leben. Ja. Und Gottes Zorn wird ihn dann am Ende des Lebens nicht treffen. Deswegen helf auch du mit. Und ihr lieben Geschwister, ich weiß, viele haben immer Teil an allem und auch reichlich Spenden sind schon eingegangen. Ich konnte jetzt wieder Bibeln kaufen. Ich habe jede Menge Flyer gekauft. Heute haben wir noch ein paar Snacks, so kalte Sachen, weil es ja draußen sehr heiß ist. Ein bisschen zum Verteilen und auch vielleicht für uns, wenn wir mal ein bisschen Kalorien brauchen, weil es doch auch kräftezehrend ist. Und deswegen möchte ich dir auch dafür danken, jeder, der hier mithilft, auch durch Spenden, durch Gebet oder auch durch sonstige Hilfe. Ja, vielen, vielen Dank. Seid reichlich gesegnet und ja, wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel und seid reichlich gesegnet. Vielen Dank und wir sehen uns. Tschüss, Shalom. So, wie schaltet man das jetzt aus? Ich glaube, das ist jetzt erst mein zweites Live-Video. Und es war jetzt mal wieder wie immer spontan. Ich mache immer alles spontan. Aber guckt mal hier, juhu! Team Jesus! Halleluja! Heute geht's los. Ja, ich muss noch, also mein Auto ist schon halb gepackt. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt mit dieser Hitze. Ihr könnt ja auch mal beten, dass Gott die Temperatur vielleicht noch ein bisschen runter dreht und uns kräftig Wolken schickt, dass es ein bisschen abgekühlt ist. Auf jeden Fall, wir sehen uns, gell? Und jetzt wird das Video schon wieder zu lang, deswegen tschüss.